Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Island Epidemic. Ich möchte mit euch heute gerne PvP testen. Habe ich ja in der letzten Folge gesagt, da haben wir PvE getestet. Jetzt einfach mal PvP. Heißt also, wir gehen auf einen 12-Mann-Server drauf, kämpfen da um Kisten. Und ich habe gerade eine Runde gespielt, ganz so dolle gecheckt habe ich das nicht, aber vielleicht checkt ihr das ja mehr als ich. Ich habe mir schon ein paar Sachen gecraftet mit der Ember. Aber dazu kommen wir jetzt, nicht viel Gequatsche dementsprechend. Gehen wir in den Scavenger-Modus, gehe auf Enter Lobby. Und da wähle ich dann die Ember aus, die ist noch Level 5, ist ganz knapp Level 6. Also wir sind immer noch ganz schön schwach und schlapp, heilen total mies und verdienen uns halt unsere paar Penunsen, die wir hier oben sehen, ganz, ganz schlapp dazu. Aber das kommt natürlich alles im Laufe der Zeit, dafür muss man auch mehr spielen als ich. Wir haben 13 Mandagen dabei, das spielen wir dann ab Level 8 frei. Wir werden ja erstmal Level 6, glaube ich, jetzt bald, ja. Also das dauert noch. Was hier kommt, weiß ich noch gar nicht. Wir werden uns überraschen lassen müssen. Gut. Ich schnapp mir eine neue Waffe, die habe ich gerade gecraftet, The Flintstone heißt das, ja, und ich denke mal eine Anspielung auf Fred Feuerstein. Macht 370 Schaden, das macht 338 Schaden, okay, ein bisschen besser ist er, ist ausgerüstet schon, brauche ich dann dementsprechend nicht mehr ausrüsten. Lustig, ist eine leichte Waffe, obwohl die schwere Waffe weniger Schaden macht. Okay, Schusswaffe habe ich eine neue gecraftet, habe eigentlich Geld verpulvert, muss ich einfach mal zugeben. Hier haben wir die Schrotflinte, die macht 358 und eine leichte Pistole konnte ich mir craften, habe ich im letzten Video glaube ich auch noch gezeigt. Die machen ein bisschen weniger Schaden, habe ich trotzdem mal ausgerüstet zum Testen. Okay, das mal zu der Ausrüstung, die wir jetzt mit ihr haben. Wir sind immer noch ein Heiler und ein Supporter, supporten kann ich noch nicht wirklich, aber ich drücke mal Ready und hoffe, dass das jetzt nicht so lange dauert. Gerade hat es auf jeden Fall nicht lange gedauert, es sind wahrscheinlich genug Menschen, die das Spiel gerade spielen und testen, wie die Verrückten. Wir sehen da unten auch EU-Server. 1583, wenn das so viele Menschen sind, die auf dem Server sind, dann kann das nicht lange dauern. Und wir müssen natürlich wieder im Game, also wir spielen erstmal mit ein paar Mann zusammen. So, hoffentlich klappt's. Manchmal fehlt dann einer und dann, ja, super. So, und hier startet meine Aufnahme immer, also die beendet sich immer automatisch. Ein bisschen doof, weil sobald ich im Ladebildschirm komme, deswegen muss ich mal neu drücken. Also wir sind jetzt mit 1, 2, 3, 4 Spielern zusammen gegen, ja, einen blauen, roten, gelben Team, keine Ahnung, welche Farbe ich gleich bin. Das ist halt Zufallsprinzip und dann, ja, ist das ein bisschen PvE und dann wird es irgendwann mal PvP. Denn anfangs müssen wir erstmal sammeln und dann, okay, ich bin im orangen Team. Der Black Fisker, Victor Lara und Nephalim sind in meinem Team. Und wir müssen natürlich warten, bis die Runde beginnt. Ich kann sofort einen Skillpunkt auf Heilung setzen, mache ich auch sofort. Brauche ich natürlich jetzt noch nicht, wir sind ja noch nicht angegriffen worden. Wir werden nicht sofort auf feindlichen Spielern treffen. Ihr seht oben die Karte rechts, hier, orange ist da, wir sind also drei Teams. Und wir starten direkt da unten. Und dann gehen wir erstmal zu den Fahnen, müssen natürlich viele Fahnen erobern. Und langsam aber sicher werden hier diese Punkte voll, die ja wohl nur von 1000 steht bei jeder Farbe. Mal den Flintstone auszugeben. Oh ja, die geht gut ab. Besser als, boah. Besser als die andere. Gut. Es ist wieder Tore und es sind wieder Fahnen ohne Ende hier. Das ist aber schnell, der Flintstone. Ich versuche weiter Zombies zu killen. Es gibt natürlich auch XPs, die kann man gut gebrauchen. Die Kollegen hauen weiter aufs Tor und versuchen den Zombies vom Halt zu halten. Ich bin natürlich Heiler. Nicht die beste Idee. Und hier seht ihr die Kisten, die da rumliegen. Und die wenn ich eine einsammle, seht ihr auch, wer die Kisten hat. Wenn ich gekillt werde von einem anderen Spieler gleich, kann er mir die natürlich klauen und kriege wieder mehr Kisten. Dadurch wird wahrscheinlich dieser Balken schneller gefüllt, habe ich den Eindruck. Hat die Kiste eingenommen. Keep it up. Just one left. Dann kriegt man natürlich Killen von Zombies und ja. Mal gucken, was dann so weiter passiert hier. Da oben liegt noch eine Kiste, soll man nicht verachten. Ich weiß gar nicht, welches Team ich hier bin von denen. Die Kollegen sind schon losgerannt. Ich kann Spezialfertigkeit erweitern. Gibt mir ein bisschen Heilung. Der eine Kollege ist schon fast tot. Ja, da stirbt gerade ein Kollege. Hier wird man nicht geheilt, also hier wird man nicht gerätzt von Kollegen. Hier muss man neu einsteigen an Spawnpunkten. Jetzt schmeiße ich mal ein bisschen Heilung rüber. Oh, mal schnell rausgegen. Ich werde nicht lange die Chance geben, uns zu attackieren.
Spezialfertigkeiten nutzen ist ja echt ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt schon wieder Level up. Man sieht's ja. Da hört man sich die Zombies auch wieder von Leib. Und da wir alles noch im Anfang Level sind, Spieler, kann man jetzt nicht erwarten, dass wir hier so ein super Gameplay hinlegen. Weil wir eigentlich nur machen das, was das Spiel uns gerade so vorgibt. Aber man kann so ganz grob erahnen, was hier so richtig und was hier falsch ist. Schwer wird es halt nur gleich PvP, wenn der andere Spieler uns entdeckt. So, wir leveln aber ziemlich fix gerade, merke ich. Komm, Leute, ich will dir ein bisschen Heilung geben. Oh nein, er lässt mich allein. Er lässt mich allein mit den Zombies. Die verlieren ja aber auch Kisten, die sind wichtig. Ich nur mal ein bisschen Heilung skillen. Hier haben wir jetzt einen Checkpoint. Hier werden wir dann immer starten. Der ist aber auch jetzt unserer. Und wenn jetzt ein Gegner von den Gegnern einer reinläuft, wird dieses automatische Gewehr auf den schießen. So, wo sind meine Kollegen? Wo bin überhaupt ich? Die sind hier oben lang. Man sieht es ja hier mit einer Map. Okay, jetzt habe ich sie alle an der Backe. Keine gute Sache. Auch selber ein bisschen. Das ist natürlich jetzt scheiße, dass sie mich hier alleine lassen. Hätte so gerne gehabt. Level up. Schickt ausgewichen. Jetzt kriegt er einen dicken Schlag. Bam. Oh, alleine ist der schon für mich ein bisschen zu hart. Raus hier aus der Pfütze. Boah. Er ist nicht tot. Und ich nutze einmal, Heilungsskill und einmal die 1 für Bandagen. Und dann muss ich schnell zu meinem Team laufen. Die sind jetzt ein bisschen weiter über mir. Ah, ist das schon einer von mir? Wir langsam, seht ihr auf der Karte, da sehen wir schon einen gelben Punkt. Das ist dieses gelbe Team. Wir mischen uns hier so ein bisschen. Das ist nicht ganz so einfach gleich, weil sobald wir dann gemischt werden... Da ist keiner von mir. Fuck. Ja, ganz alleine gucken wir gegen die Zombies hier kaum an. So, ich bin der weiße Punkt. Ich muss runter. Da kommt ein Kollege. Nicht hochgehen, nicht hochgehen. Victor Lara. Boah, der letzte Zombie selber weg. Ja, genau, das ist schon mal aussetzen. Oh, gehen die ab? Genial. Die Pistole ist ja super. Oh, jetzt haben wir grüne, aber auch alle. Das schaffen wir nicht zu zweit, um Gottes Willen. Da kommt noch einer dazu. Da seht ihr die gegnerischen? Boah, aber gegen den habe ich jetzt nicht keine Chance. F. F hat nicht geskillt. Kann ich jetzt skillen? Ging direkt einen rein. Die sind echt furchtlos, sehe ich gerade. Es geht ja auch hier wieder um Fahnen, Roman. Ich halte mich mal ein bisschen selber. Alter, da sieht man jetzt nicht genug. Das sind da, wieder. Ach, wir können das nicht alleine machen. Unmöglich. Wo sind die anderen? Ja, einer ist, zwei sind hier unten. Ich gehe einfach dahin, dann sind das zu dritt, dann wird der andere vielleicht so schlau sein und auch dann zu den anderen Spielern kommen, sonst macht das hier nicht viel Sinn. Wenn wir hier 2 gegen 4 machen. Hä? Kann ich hier X, was passiert dann? Na, hervorragend. Dann gibt es seine Kisten hier ab. Das ist, jetzt habe ich es verstanden, was wir mit den Kisten machen. Mal gucken, wie schnell die geht. So gut ist sie nicht. Ist ja auch noch eine Anfangswaffe. Nein. Jetzt kommen die auch hoch. Gott sei Dank. Wir müssen zusammenbleiben. Ist ja eine ganz, ganz wichtige Sache in so einem PvE-PvP-Spiel, was wir gerade machen. Da sind sie. Die bringen jetzt ihre Kisten weg.
Nicht nur ich. Es gibt noch mehrere Spiele. Und damit füllen wir sozusagen unser... ja, wir sind jetzt wieder nicht wirklich gut, seht ihr ja. Das Graue heißt wahrscheinlich, haben die Spieler im Besitz. Und wenn sie abgeben, wird es dann komplett gefüllt. Aber wenn ich sterbe, verliere ich natürlich alle meine Kisten. Ja, das gefällt mir ganz gut. Da haben wir wieder eine. Auch zum Spielanfang. Das Spielprinzip ist simpel, aber macht mir aber wirklich Spaß. Obwohl ich nicht so ein Fan von so einem Spiel bin. Paddel auf, was? Ja, dann zwei auf einmal. Gut, da seht ihr wenigstens mal, wie es aussieht, wenn ich sterbe. Die halte ich da ganz fleißig. Ein Stück trinken schnell. Wir haben immer eine ewig lange Respawn-Zeit. Ups. So, rechte, ne, ja doch Maustaste und da oben läuft schon wieder ein Kollege von mir. Wir sind wieder komplett von vorne, haben aber unsere Attribute unten behalten, Gott sei Dank. Boah, scheiße. Schon wieder auf die, auf den Flintstone wechseln. Ja, mache ich mal ein paar Zombies bei, hol mir ein paar Kisten. Wenn ich welche bekomme, kriegt man ja nicht von jedem. Da ist einer. Soll man nicht verachten. Auch Kleinvieh macht Mist. So, und dann kann ich jetzt, ich übe es einfach mal zu dem Auto hier gehen. Wo ich die abgeben kann. Ich habe jetzt zwei eingesammelt. Und drückt da X und wird die abgeben. Dafür kriege ich XP plus unser Team. Ja, nicht wirklich viel, hat ja nicht viel. Aber wächst dann dieser Balken. Ist der voll, ist die Runde, glaube ich, beendet pro. Und der so voll gemacht hat, dann also das Team gewinnt. Das hört sich alles ziemlich einfach an und ist auch nicht wirklich schwer zu verstehen. Oh nein. Warum bin ich denn so schlapp? Warum sind überall die übelsten Bosse? Hier ist das, gehört noch Team Grün. Hostiles are halfway there. Focus. Schaff ich niemals an. Heilungsskill. Immer selber einen verpassen. Okay, wo ist mein Team? Boah, ich bin ganz alleine, ganz oben bei den Grünen. Ich depp. Ich glaube, ich werde sterben. Wow. Sind ziemlich schnell. Springen ist gleich erst wieder frei. Soll ich an die Treppe machen? Die Zombies lassen auch nicht ab. Wo ist mein Team? Es geht runter nach Blau. Ihr seht, da ist irgendwas mit einem Schädel. Das habe ich auch gerade noch nicht verstanden. Ich werde den natürlich versuchen zu unterstützen. Während ich mich heile. Um den Pool. Das Wasser sieht ziemlich geil aus. Es wird wohl ein Bossgegner sein, der hier existiert. Okay, das hätte ich mit dem heilen müssen. Da ist der Boss. Oh Gott. Ihr habt gesehen, den Kollegen habe ich ein bisschen Heilung versucht zu geben. Also er kriegt ja auch ein bisschen. Vielleicht, ich weiß, es gibt wahrscheinlich viele, viele Kisten, wenn wir den legen. Boah, kann der kotzen. Ja. Boah, mich erwischt. Volle Pulle. Aber wir wissen, dass die Bossgegner hier mega overpowered sind. Auch die Ember, die halten mich natürlich auch. Sehr nett. Hat aber nicht viel Sinn gehabt. So, wo sind unsere anderen beiden? Ich sehe jetzt nur uns beide. Ach, die spawnen gerade neu. Wollen die es echt versuchen? Ich brauche nicht mehr drücken, ich mach das mal rein, ne? Ja, die machen natürlich wenig Damage, aber schnell wenig. Also schnell
kleine Schäden verursachen, ist ganz gut. Die grüne Mannschaft, die gibt hier irgendwie Vollgas auf dem Server und wir nicht gerade. Tun einfach testen, denke ich mal. Das ist auch die netten Jungs, mit denen ich hier spiele, Jungs und Mädels, die spielen das Spiel eigentlich auch nur zum Testen. Boah, warum bin ich denn gestorben? Da seht ihr, er verliert unglaublich viele Kisten. Und der aus dem grünen Team nutzt das jetzt schamlos aus und sammelt die einen. Grün ist sowieso viel besser. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Kumpels, die das schon zusammenspielen. Die tun es natürlich jetzt Mords abziehen. Ja, die haben dann eigentlich gewonnen, wenn man sieht, wenn die Kisten jetzt wegbringen. Kann man ja nur verhindern, wenn man jetzt zu dem grünen Auto läuft. Man muss schon etwas taktisch vorgehen. Aber man muss auf jeden Fall zusammenbleiben. Ich drücke mit X. So, und ihr seht der Prozent. Jetzt kommen auch wieder die Zombies. Das ist dasselbe wie im PvE-Modus. Ja, ja, ist klar. Boah. Zingelt hier. The hostiles are getting close to the end now. There's still time. Ich hack weiter auf die rum. Grün wird wahrscheinlich jetzt die Kisten gerade wegbringen. Ja, grün ist rappelvoll. Und jetzt weiß ich nicht, was das bedeutet. Also 1000 von 1000 haben die und warum die Runde dann nicht zu Ende ist. Das hat noch einen anderen Hintergrund wahrscheinlich. So, das habe ich 800 von 1000 Zombies gekillt, sehe ich gerade bei Steam. Das ist nicht wenig. Ah, gibt es Belohnung dafür, dass man das hier schafft. Und wir haben dann die Ecke hier oben eingenommen. Sub. Boah. So, die Kollegen laufen oben die Fahne einnehmen. Und das spielt auch wohl noch eine große Rolle. Da lassen wir uns mal eines Besseren belehren. Oh ja, zumindest mal anlocken. Macht am meisten. Boah. Hilft dir. Das ist wieder ein Boss. Sack auf dem Rücken, ich schätze mal, da sind eine Menge. Boah, Spezialfertigkeit F. Das Ganze bringt hier nicht viel, wenn meine Kollegen auch wegrennen die ganze Zeit. Oder sterben logischerweise, aber ich glaube, sie sind gestorben. Jetzt werde ich sterben. Spring da raus! Schickse! Da kommt ein Teamkollege. Langsam bringt mir meine Heilung auch was. Also langsam skill ich die so gut, dass die tatsächlich wirklich Heilung bringt. Und ich mir Mords. Hallo? Helf mir! Der Mann mit dem Sack will mich töten. Nicht gut drauf. Ich habe Zombies hinter mir, ich sehe das. Und der verliert jetzt, denke ich mal, einen Haufen Kisten. Die wir jetzt zurück zu unserem Auto bringen müssen. Deswegen helfen wir uns dann natürlich gegenseitig. Sind ja ein Team. Ja, wieso geht das jetzt nicht? Und dafür den Flintstone. Also runter zum Auto. Ich weiß, wie viele Kisten ich an Bord habe. Ich glaube 10. Oder ich bin schon Level 10. Ich check das dann nicht ganz so 100%. Aber die Kollege, die nimmt noch erst die Fahne ein, was nicht ganz so geschickt ist, finde ich.
So, ich gebe das jetzt ab, was ich abgeben kann. Ihr seht da, ja, unser Balken ist zur Hälfte gefüllt. Wir sind nicht die Schlechtesten. Immerhin. Und entscheiden, wer gewinnt, tut sich wahrscheinlich am Ende mit den ganzen Zeiten, wie man die Map eingehalten hat hier. Bin mal ganz gespannt. Er rennt zum Auto. Gigantic and out of control. Quite a prize to be one if you ask me. Nimm die Kisten mit. Die Sprechblase sagte mir, dass zum Auto rennt, auch interessant. Ich habe doch wieder zwei Kisten eingesammelt. Ich renne einfach mal hinterher. Bis er nicht ganz alleine ist. Gibt jetzt einen Batzen Kisten ab. Da sehen wir dann wieder, wächst es auch. Wir haben auf jeden Fall am meisten von alle, sehe ich gerade. Ne? Ach, das ist die Zahl, die man abgeben muss, scheinbar. Wo ist er hin? Das ist schon viele Zombies, muss man sagen, auf so eine Insel. Hätte ich nicht gedacht. Ich denke mal, wenn ich das mit Kollegen spiele im TS, wird das alles ein bisschen sinniger werden. Cool, jetzt sind wir plötzlich im Wasser. Weil man sich da ein bisschen besser absprechen kann, wo man ist und was man hier machen kann. Aha. Ja, Blackfisker ist auch wieder hinter uns. Wir haben am meisten, dachte ich gerade noch. Das weiß ich warum, wir hatten am wenigsten abgegeben. Ja, ich kann hier ganz wenig ausrichten gerade. Ganz wenig Unterstützung von den Kollegen. Leider. So hat man dann ganz wenig Überlebenschancen. Also grün geht sehr, sehr gut. Die haben zwar gar keine Fahne, die haben nur das Auto. Great job there. One for the count. Aussichtlos aussah gerade noch. Aber wir haben richtig viel eingenommen von der Map. So, zwei Kisten habe ich eingenommen. Bei uns steht noch 44. Das erinnert sich aber am laufenden Band. Ich renne mal schnell zum Auto und gebe mal zwei. Was? Ab. Falsch, das ist nicht die Stelle zum Abgeben. Und blub. Gut, wir müssen das alle voll kriegen. Bei Blau sehe ich aber ja schwarz, weil da sich seit ein paar Minuten nichts mehr tut. Will ich auch ganz fleißig im Abgeben. Das wird knapp. Ich brauche auf jeden Fall nur Kisten. Okay, dafür sind die Bossgegner gut. Und natürlich auch andere Spieler killen. Weil die verlieren ja die Kisten, die gesammelt haben. Dann kann man die mitnehmen. Und die verlieren natürlich auch mehr Kisten. Heilung. Look at the size of him. Time to take him on a grand tour. Haben wir fast geschafft. Also wir sind fast voll. XPs gibt's zwei. Wir sind auch 1000. Die Runde ist beendet. Okay, wir müssen alle schaffen. 1000. Ich denke mal, das blaue Team war disconnected. Und dann gucken wir mal, was das jetzt bringt als Belohnung, so eine PvP-Runde. Aber erst sollten wir uns mal das Scoreboard angucken. Level 12, 12, 13, 8. Kills 0. Okay, ich habe keinen Spieler gekillt. Bin dreimal gestorben. Oh, da war ich aber der Beste von uns. Supplies 68. Zombie Kill 166. War ich auch nicht wirklich schlecht. Von Zombies killen war ich sogar am besten. Wow.
Gut. Die Runde ist damit beendet und da sehen wir, jetzt haben wir Reward Second Place. Wir sind Zweiter geworden. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Es waren, glaube ich, drei Gruppen und eine war tatsächlich ja nicht mehr online. Wir sind Level 6 mit der Ember geworden, was natürlich viel besser wird dadurch. Bonus Healing 80%. Okay, wir werden besser. Haben durch den durch der Runde natürlich Rewards bekommen, wie zum Beispiel nur fürs Spielen. Da bekommen wir 5x Duct Tapes. Was ist das? Close Grab. Okay, Stoff, denke ich mal. Bandagen wieder mal und Fury-Bandagen, Sachen, die ich noch gar nicht benutzt habe. Die muss ich wahrscheinlich erst freispielen. Und dann auch als zweiter Platz, als extra gibt's, ja, ein Duct Tape und einmal Close Grab. Okay, ist keine super große Belohnung, aber es gibt ordentlich Kohle. Das ist wirklich wesentlich besser. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das war PvP vom Spiel und wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt mir in die Kommentare. Das Spiel macht mir auf jeden Fall Spaß und ich habe immer noch Keys zu vergeben. Einen habe ich erst verschenkt. Sonst ist der andere gerade noch unterwegs. Mal sehen, mit wem ich dann die Runde mal verbringe hier. Bis dann.